In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ein personalisiertes Etikett mit den Kontaktdaten Ihres Unternehmens und Ihrem Logo unter Verwendung der P-Touch Editor Software und dem P-Touch E550W Beschriftungsgerät erstellen können. Um zu beginnen, verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Laptop oder Computer über ein USB-Kabel und schalten Sie das Gerät an. Starten Sie jetzt die P-Touch Editor Software. Klicken Sie auf Neues Layout. Sie können die Abmessungen für Ihr neues Layout mit der Papierschaltfläche festlegen. Um Ihr Logo zu importieren, klicken Sie auf den Bild-Button, wählen Sie Aus Datei, wählen Sie den Ordner, wo Ihr Logo gespeichert ist und klicken Sie auf Öffnen. P-Touch Editor passt Ihr Logo automatisch auf Ihr Layout an. Wenn Sie die Größe des Logos anpassen wollen, klicken Sie auf das Bild und wählen Sie mit gedrückter Maustaste eine der 8 Anpassungsmöglichkeiten aus, um Änderungen vorzunehmen. Um die Position des Logos zu ändern, klicken und ziehen Sie, um es auf dem Etikett zu verschieben. Klicken Sie jetzt auf das Textwerkzeug auf der Menüleiste und fügen Sie Text zu Ihrem Layout hinzu. Wenn das Layout komplett ist, klicken Sie auf die Druckenschaltfläche auf der Menüleiste. Das Layout wird direkt an den Drucker gesendet und Ihr personalisiertes Etikett wird erstellt. Sie können Ihr Layout auch als bearbeitbare Vorlage an den Drucker senden. Dies ist nützlich, da die Vorlage zur späteren Verwendung lokal auf dem Drucker gespeichert wird. Beginnen Sie damit, Ihr Layout zu speichern, indem Sie die Option .lbx im Auswahlmenü Speichern unter auswählen. Klicken Sie unter Datei auf Vorlage übertragen und auf die Übertragen-Schaltfläche. Dann klicken Sie erneut auf Übertragen. Eine Nachricht erscheint, um zu bestätigen, dass die Datei an den Drucker gesendet wird. Klicken Sie auf OK. Die Layout-Vorlage wird jetzt an den Drucker übertragen. Sie können das Kabel nun trennen. Nehmen Sie jetzt das Beschriftungsgerät. Drücken Sie die Dateitaste unten links. Wählen Sie Übertragene Vorlagen aus. Benutzen Sie die Auf-Abpfeiltasten, um Ihre Vorlage auszuwählen. Klicken Sie auf OK. Ihre Vorlage wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können die Vorlage jetzt bearbeiten oder drucken, um schnell und einfach Ihr personalisiertes Etikett zu erstellen. Verwenden Sie 24 mm breite TZE-Bänder, um genug Details auf Ihren Etiketten unterbringen zu können. Platzieren Sie das Etikett nach getaner Arbeit an einer strategisch günstigen Stelle, um Folgeaufträge Ihres Kunden zu erhalten. Sehen Sie sich auch die anderen Anleitungsvideos der Serie an.